Ja, wir haben uns über das Studium kennengelernt, Gregor und ich, und haben relativ schnell bemerkt, dass wir beide ein großes Interesse für die Kunst haben. Wir beide malen auch selber und wir haben auch einfach gemerkt, dass Ausstellungsmöglichkeiten an sich, dass es nicht so viele gibt. Und da haben wir uns gedacht, wieso ist das eigentlich so? Und können wir da nicht irgendwie entgegenwirken und versuchen, gerade die Künstler, die vielleicht noch nicht so etabliert sind, die aber trotzdem echt tolle Sachen machen, auch teilweise, ein bisschen in den Vordergrund zu Und bringen. auch so zeigen können, okay, es ist nicht nur die Kunst interessant, die im Museum hängt, sondern auch Kunst, die von nicht etablierten Künstlern kommt. Gregor Schuf und Marc Raquet haben in ihrem Showroom in der Galerie Luise eine beachtliche Sammlung zusammengestellt. Die Ausstellungsreihe des Duos ist weit mehr als nur ein Versuch. 185 Kunstwerke von 60 KünstlerInnen. Getauft haben sie ihre Galerie für die Präsentation und den Verkauf von zeitgenössischer Kunst Junges Temporär. Das Konzept ist einfach. Interessierte können sich ganz Corona-konform in einer virtuellen Online-Galerie umschauen. Vorm Rechner oder auch auf dem Mobiltelefon. Und dann kann man sich die auswählen, bis zu 6 Kunstwerke. Und die stellen wir dann wiederum hier ins Schaufenster. Man kann sich das dann in der Galerie Luise beim Vorbeilaufen oder hier direkt vor dem Laden quasi durch die Schaufenster anschauen. Die KünstlerInnen, die hier ausstellen, kommen zum großen Teil aus der Region Hannover. Aber nicht nur. Die beiden Kunstliebhaber nutzten ihre zahlreichen Kontakte in Braunschweig, Mainz, Karlsruhe und weiteren Städten. Da wir beide kunstinteressiert sind, haben wir natürlich uns über die Zeit jetzt schon den einen oder anderen Kontakt aufgebaut und haben natürlich auch viele junge Künstler und auch ältere Künstler kennengelernt. Und die Kunstszene unter sich kennt sich natürlich. Sie ist nur noch nicht so ganz nach außen orientiert. Und ja, da wollen wir natürlich auch hinarbeiten, dass das Ganze mehr nach außen kommt und dass auch Außenstehende überhaupt merken, wie viel Kunst doch in Hannover entsteht. Ich finde auch, dass es mittlerweile immer wichtiger ist, seine eigene Kunst auch wie bei allem gut zu vermarkten und auch zu zeigen und zu präsentieren. Und da gehört auch das Wissen, wie man Kunst vermittelt, auch ziemlich stark dazu. Noch bis zum 26. März haben Gregor Schuf und Marc Raquet den Showroom in der Galerie Luise angemietet. Danach soll es aber weitergehen. Junges Temporär ist als Ausstellungsreihe konzipiert und die beiden Macher dahinter sind kreativ und umtriebig. Dass Corona für sie kein Hindernis darstellt, haben sie bereits mit Nachdruck bewiesen.